Hallöchen, Puppelchen und herzlich willkommen zu, ja, wie soll ich denn das sagen, zu meiner Spiele-Odyssee. Ja, ich habe die Spiele-Odyssee nicht vergessen und ich muss Folgendes sagen, ich habe so ein bisschen Bock drauf, mal ein bisschen weiterzumachen, und zwar mit Spielen, die ich in meiner Jugend gerne gespielt habe. Auf der tollen GameCube, die hier auch noch im Schrank steht. Also nicht nur die GameCube steht im Schrank, sondern auch die Games. Und ich würde euch gerne mitnehmen. Der Greenscreen liegt halt da dran, es ist schon relativ früher Morgen. Und ich dachte mir einfach, wenn ich aufnehme, dann morgens. Und zwar GameCube. Ein paar Games habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Was immer noch gemacht wird oder was ich halt sehr, sehr lange gespielt habe, was eigentlich auch Spaß macht zum Runterkommen, ist halt Harvest Moon. Das war das erste Bauernhofspiel, was ich gespielt habe. Das hat mir richtig gefallen. Hier habe ich was getestet auf dieser Farm und das ist meine eigentliche Farm, die ich immer noch spiele, ja, selbst über den Emu. Und da würde ich ganz gerne, da würde ich euch ganz gerne mal mitnehmen. So, wollen wir erstmal gucken, wo wir hier überhaupt stehen. Gucke ich mir mal das Statusbuch an. Wir sind schon etwas fortgeschritten. Das bedeutet, das bin ich. Hab die Celia geheiratet. Erstens, es ist mit der Dame am einfachsten. Natürlich scheiße, das sozusagen, aber ja, ich habe mich hier um die Farm gekümmert. Meinen Sohn habe ich Timmy genannt. Gebäude habe ich relativ viel freigeschaltet. Haus, Scheune, Hühnerstall, Futterlager, Werkzeugschuppen, sehr guter Boden, Samenmaschine habe ich gekauft, Käserei habe ich gekauft, den Teich, die Hundehütte. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Melkraum. Aktuell sind bei uns in der Farm unsere erste Kuh, die Bertha. Das Pferd habe ich Epona genannt. Dann habe ich noch zwei weibliche Kühe, wegen der Milch natürlich. Marlene, Susanne. Dann habe ich noch eine Marmorkuh, die habe ich Hino genannt. Oh, das wird sie. Hino als Kuh. Er wird mich hassen dafür. Oder vielleicht, ich weiß ich nicht. Die Hühner. Da kann man insgesamt 9 Stück haben und irgendwie war mir das am Anfang zu blöd und da habe ich halt die Hühner irgendwie benannt. Also das erste Huhn heißt 1, 2, 3, 5. Dann haben wir noch eine Hanna, eine Martha, eine Trudi und eine Judy. Und die Sakura-chan mag ja Katzen, deswegen habe ich die Katze auch Sakunia genannt. Den Hund habe ich Bello genannt. Gut. Verschaffe mir mal einen kleinen Überblick, weil ich habe mir halt immer so zum Ziel genommen, dass ich zumindest von den normalen Sorten und Früchten halt immer möglichst viel hier so ein 99er Stack. Wir haben halt hier Rucksack natürlich 99 für alles, was es gibt, halt ein 99er Stack frei, genauso wie im Kühlschrank. Kühlschrank passt halt nur Essen rein und hier sammle ich halt auch Zeug. Okay. Milch, Eier, Muttermilch. So, was habe ich hier? Das Sashimi mache ich immer ganz gerne. Wenn man eine Zeit lang kocht, kann man verschiedene Rezepte machen. Und mit diesen Rezepten kann man irgendwann auch eine Vorspeise machen. Wenn man eine Vorspeise aus Fisch macht, kann man richtig viel Kohle machen. Hi, Bubi! Morgen, Papa! Hab ich! Oh, das ist toll! Oh, der will hoch auf dem Arm. Okay. So, warte mal. Sekunde. So sieht man das nicht. Nein! Oh, du Lümmel! Bubi! Geh mit Opi! Der meinte den Takakura. Bruder, piel mit mir! Ich bin aber kein Bruder, ich bin ein Papi. Okay, der will auf den Arm genommen werden. So, was willst du dann? Werfen, werfen! Yay! Also, wenn wir einen Sohn haben, können wir den werfen. Was gefällt denen? Yay! Dann können wir den auf dem Arm ein bisschen knuddeln. Guck mal, Schatz, unser Sohn. Der knuddelt mit dem Papi. Ah, das muss die doch. Da geht ihm das Herz auf. So, und natürlich ein Bäuerchen nicht vergessen. So, Papa muss aber jetzt auf die Arbeit, ne? Vor allem muss ich auch um Mama kümmern. Heute ist wieder ein frostiger Tag. Die Bäume im Wald warten auf den Frühling. Ja, die sagt die ganze Zeit solche Sachen.
Ah, liebes Frauchen, bevor wir nach Hause gehen, müssen wir dein Blümchen mitbringen. Ich wollte euch das Spiel halt mal zeigen. Ich habe das schon mal im Stream gezeigt, ja, aber jetzt halt nochmal offiziell als Let's Play. Hier sind meine Bäume. Liegt einfach daran, die Baumfrüchte sind teuer. Ja, hier so das links zum Beispiel, das immergrüne, das ist halt ein Bananenbaum. Eine Saat aus dem Bananenbaum, ja, ist ja gut, Sakura. Aus dem Bananenbaum kostet 1500 Geld. Hier ist halt das G wie Gold, also G wie Geld und so ein Geschiss. Da haben wir nicht viel von. Aber durch die Sam pro Einheit, also pro Saison. Die haben jetzt nur eine Saison, wo sie halt immer was hier, wie heißt, Früchte setzen. Pro Saison gibt es 8 Früchte pro Baum. Dafür muss man sich nicht mehr um die kümmern. Ja. Und deswegen habe ich das halt so gemacht. Das sind gleiche Bäume hier. Die sehen nur anders aus. Weil, also hier in eine, die Bäume hier sind, oder sind das hier jeweils 2? Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall gibt es 8 Früchte. Aus diesen 8 Früchten kannst du 16 Sameneinheiten machen. Und die Sameneinheit, wenn du die an den Händler verkaufst, kannst du ohne Probleme halt für die Hälfte loswerden. Das bedeutet pro Sameneinheit 750 und teilweise kannst du noch ein bisschen höher handeln. Also so ein Baum lohnt sich schon auf Dauer. So, wen haben wir denn hier? Wie geht's dir denn? Susanne, geht's gut. Super, komm mal her. Nimm mal nicht das Gras, nimm mal das gute Futter hier. Komm her. Ich hab was für dich, Mädchen. Brave Susanne. Ja, wer ist ein liebes Mädchen? Du bist ein liebes Mädchen. Hier, hallo. Nein, du willst... Oh, okay, du willst nicht. Tut mir leid. Da, Susanne kriegt einen Knuddel. Das ist ein super. Wen haben wir hier? Das müsste die Marlene sein. Ja, die Marlene, die hat erwartet sogar ein Kalb. Das bedeutet, wir müssen uns besonders gut um sie kümmern. Ja, lecker Futti. Papa hat was zu essen. Super, ne? Ja, bist ein super Mädchen, ne? Super. Wen haben wir hier? Was ist denn mit dem Hund los? Bertha! Oh, guck mal, gibt's ein Küsschen von der Bertha? Die dicke Bertha. Ach, ich mag das Spiel. Es ist so entspannt, so abends, wenn du was zum Zocken suchst, aber nicht irgendwie. Ist sehr gesund. Ja, das ist super. Nein! Ich habe dich beim Schlafen gestört. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber wir müssen halt noch die Arbeit machen, Mädchen. Ah, die habe ich fertig gemolken. Shit. Gut. Hundi, was ist denn los? Bello. Was bellst du hier rum? Und was machst du da? Boah, Sakura, die ganze Zeit nur am Faulenzen. Mensch, Mensch, Mensch. So, ihr braucht was zu essen, ne? So, du kannst ihn halt irgendwie... Ja, hier hast du was zu essen, Mädchen. Ja, ess. Mann, 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 dieser Kura. So, die Hino ist am Schlafen. Das ist ganz gut. Der Hino geht es gut. Okay. So, die Bertha ist die Einzige, die... kann ich die jetzt melken? Oder lag es daran, dass sie am Schlafen war? Ja, es lag daran. Okay, wenn die Kühe schlafen, sollte man sie in Ruhe lassen. Also es dauert ungefähr 30 oder 20 Tage. Das Jahr ist so aufgebaut, es gibt 4 Jahreszeiten. Jede Jahreszeit hat 10 Tage. Das sind 24 Stunden. Der Zyklus ist ungefähr so, eine Sekunde ist ein Spiel, eine Minute. Ja, ich habe dich nicht vergessen, Epona. Epona ist okay, komm hier, du kriegst auch noch was Leckeres. Guck mal hier, was der Papi hat. Ja, lecker, das freut dich. Super Futter. Grafik ist nicht die beste, aber mir gefällt das Spiel einfach schön. Ja, das hat fein gemacht. Ne? Super Mädchen. So, jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Das wird jetzt ein bisschen langweilig zum Zusehen. Deswegen ist es so eine Sache, wegen das als Let's Play machen oder nicht. Ich nehme die große Gießkanne. Weil in der Regel hast du halt die meiste vergeudet, beziehungsweise verbringst du die meiste Zeit halt hier mit Gießen. Gerade wenn du so einen Pflanzfetisch hast wie ich oder ein Ziel, der halt irgendwie einen Bock hat, irgendwie alles auf Maximum zu bringen, zumindest die B-Sorten,
Die Pflanzen haben verschiedene Klassen. Wie ihr schon gesehen habt, Pflanze B zum Beispiel ist die Durchschnitt, also die schlechteste Qualität. Gut und gesund, aber halt auch nicht super. Dann gibt es noch die Klasse A. Das ist eine gute Qualität. Qualitätsklasse A. Und dann gibt es noch die Qualitätsklasse S, wie exzellent. Oder super oder was weiß ich, keine Ahnung, wofür das S steht. Auf jeden Fall, das ist die beste Qualität. Das kannst du machen, indem du die Pflanzen mit Dünger versiehst. Wie sehen die Klassen überhaupt aus? Kartoffel wird bald blühen, okay. Kartoffel, es ist Winter. Die sehen dann so aus, Rübesamen S, Jahreszeit. Jahreszeiten Sommer bis Winter, Boden, jeder Wachstum sehr schnell. So, aktuell ist es halt so, dass ich, na wie heißt's, alles was es gibt an Pflanzen, B-Qualität natürlich erstmal, weil alles andere halt nicht wirklich rentabel ist, weil du kannst das Gemüse halt nicht wirklich verkaufen, deswegen, du hast theoretisch drei Lager. Das bedeutet, im ersten Jahr hast du das Futterlager, das können wir uns später nochmal, können wir uns nach dem Gießen angucken, weil die Zeit bleibt halt nicht stehen. Deswegen wird der Part auch ein bisschen länger. Das zweite ist halt, das zweite Lager kommt im zweiten Kapitel, wenn du die Celia heiratest und ein Kind kriegst, wie das Haus hier zu sehen ist, weil so weit fortgeschritten bin ich jetzt noch nicht in der Story. Ich habe das einmal durchgespielt, ja, das Spiel hat ein Ende. Irgendwann stirbt dein Charakter. Das merkst du auch, der wird halt immer älter und älter und irgendwann ist halt vorbei. So wie es halt im Leben halt so ist, finde ich eigentlich ganz cool, so eine kleine Lebenssimulation. Dein Sohn wird halt auch immer älter und je nachdem, wie sehr du dich mit ihm beschäftigst, übernimmt er dann halt auch die Farm oder nicht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das frauenabhängig ist. Hier in dem Spiel kannst du nämlich drei Bräute kriegen. Also entweder, wenn du dich nicht drum kümmerst, kriegst du vom Spiel eine zugewiesen. Das ist dann die Celia, die fragt dich dann. Dann kannst du noch die blonde Muffy heiraten. Was hat sie gesagt? Sie findet arbeitende Männer sexy? Oder du kannst diese komische Nami kriegen. Die hat halt so kurze rötliche Haare. Können wir uns mal auch später angucken. Die ist aber relativ schwierig, weil du musst denen halt immer Geschenke machen und sie versuchen so ein bisschen rumzukriegen. Und dann kriegst du halt irgendwann vier Herzchen. Dann kriegst du im Sommer von den Erntewichteln sozusagen, die dir so ein bisschen helfen. Die kann ich auch nochmal später besuchen. Hier gibt es einiges zu zeigen. Also so ein Einführungspart hast du hier echt schnell gemacht. Vor allem, wenn du schon ein bisschen fortgeschritten bist und das alles so in Ruhe erklären kannst. Ohne dieses ewig lange Intro. kannst du dann, na wie heißt's? Kannst du dann in Ruhe, na wie soll ich das erklären? Naja. Kannst du halt so ein Part halt füllen. Also die Nami, die musst du halt irgendwie so ein, du kriegst von den Erntewichteln so eine blaue Feder, das ist sozusagen ein Heiratsantrag und die Bräute führen Tagebuch. Alle drei, die Celia, die Muffy und die Nami führen Tagebuch über dich. Da steht dann irgendwo in einem von ihren Zimmern, er ist Punkt, 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 Herzchen, Herzchen, Herzchen. So, und du kannst bis zu vier Herzchen sammeln. Das bedeutet, die Herzen kannst du auffüllen, indem du ihnen Geschenke machst. Die wollen immer unterschiedliche Sachen. Die Muffy zum Beispiel mag halt ganz gerne Milch. Das ist halt ein relativ teures Geschenk, weil du halt die Milch halt auch zu Kohle machen kannst. Mache ich nur, wenn ich einen 99er Stack im Futterlager habe. Deswegen gucken wir uns das Futterlager gleich mal an. Die Nami mag halt Sachen, die du in der Ausgrabungsstätte beim Professor ausgraben kannst. Ob ich euch das zeige, weiß ich nicht. Vielleicht dann bei einem Let's Play oder bei einem Stream, wenn ihr mal darauf Bock habt. Es kommt halt immer darauf an, wie die Kommentare absehen. In meiner Spiele-Odyssee sozusagen läuft halt jetzt nicht so viel. Das ist der Takakura hier, das ist der Opi. Also das ist ein Freund von meinem verstorbenen Vater sozusagen im Spiel, der mir dann zeigt, der mir halt die Farm überlässt und halt guckt, dass die Farm einigermaßen läuft. Und ich als braver Sohn nehme Kreml natürlich die Ärmel hoch und Feuer frei. So, und die Celia, das ist halt so ein typisches braves Bauernmädchen.
mit ihrem Charme. Deswegen nehme ich die eigentlich immer persönlich ganz gerne, weil die echt minimalistisch ist. Da reicht es, wenn du ein paar Blümchen pflückst, sie ab und zu mal besuchst. Und wenn du halt vier Herzen hast, nehmen sie diese blaue Feder sozusagen an. Und dann am Ende vom ersten Jahr heiratest du, je nachdem, heiratest du dann die Dame, der du halt die blaue Feder gegeben hast. Oder du kriegst halt, wenn du die blaue Feder noch nicht weggegeben hast, kriegst du vom Spiel zugewiesen, hier, nimm die Celia. So. Gut. Und da ich sowieso in der Regel die Celia bevorzuge, weil die jetzt nicht ganz so in meinen Augen Gaga ist, die Muffy heult immer so rum, ja, Landleben toll und pipapo, aber so ein bisschen verwöhnt ist er halt schon, das sieht man dann auch schon so an dem, wie sie sich kleidet, ist halt eher so ein Stadtmädchen. Okay, die Hühner sind jetzt... Können auch die Hühner knuddeln. Ja gut, das mag die jetzt nicht. Du kannst insgesamt 8 Hühner haben. Wenn du noch einen Hahn dazu legst, kriegst du befruchtete Eier. Wenn du dich gut um die Hühner kümmerst, kriegst du goldene Eier. Das zeige ich euch alles gleich nochmal im Futterlager. Deswegen ist es ganz gut, dass ich diesen Spielstand benutze, um das Spiel ein bisschen zu erklären. So, hier haben wir den Werkzeugschuppen. Hier ist alles drin, was man so braucht. Links zum Beispiel verschiedene Gießkannen. Die hat zum Beispiel eine Füllmenge von 35 Quadrat. Quadern, habt ihr ja gesehen, dass das in Dingsbums in Quadern aufgeteilt ist. Die hat 70, die große Gießkanne, die ich im Rucksack habe, Gießkanne L für Large, hat 140. Das ist ein elektrischer Trimmer. Wir können auch Schafe und Ziegen haben. Schafe sind ganz nett. Ziegen, du kannst eine Ziege von Wann kaufen. Allerdings gibt da das Problem, die gibt ein Jahr lang Milch, dann kannst du die nicht mehr befruchten. Und es ist dann, frisst die eigentlich nur noch einen Platz. Und wenn du halt Kühe, wenn du halt mindestens so 2 oder 3 Kühe hast, dann brauchst du auch Platz für die Kälber. Das bedeutet, du hast 8 Plätze, hast links 4 Kühe. Und wenn du die halt permanent kalben lassen willst, brauchst du mindestens 3 Plätze frei. Und deswegen ist es mit Schafen und mit Ziegen halt immer so schwierig. Ich müsste eine Kuh verkaufen, dass ich diese Kalbreihenfolge, und um die Milchproduktion aufrechtzuerhalten, dauerhaft setzen kann, müsste ich eine Kuh verkaufen und könnte dann dafür ein Schaf halt holen. Und naja. Das ist halt nicht so geil. So, hier kannst du zum Beispiel Feldfrüchte reingeben. Die kannst du später dann freischalten. Hier zum Beispiel wählst du eine Frucht aus. Und je nachdem, was für eine Frucht das ist, machst du aus einer Frucht 2 Sameneinheiten. Ich mache das immer ganz gerne mit den Baumfrüchten, weil die am profitabelsten sind, um irgendwelche Sachen zu finanzieren. So, Tomate S und Rübe S Samen. Hier habe ich schon angefangen, bessere Samen zu züchten. Dafür brauchst du Düngemittel. Kostet 150 Gold pro Einheit. Ist natürlich, oder nee, 100 pro Einheit kannst du bei der Vesta kaufen. Ist natürlich teuer. Hier habe ich schon Blumen ganz viel gesammelt. Stimmt, glückliche Lampe. Ja komm, wir sind mit der Celia ganz glücklich. Da kriegt ihr eine glückliche Lampe. Ansonsten habe ich hier nicht viel. Du hast ungefähr, sieht man schon, der Rucksack hat halt hier von diesen Sachen halt irgendwie so 35 Seiten. Hier 108, weil du im Regal halt viel mehr reinpacken kannst. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viele Items gibt es gar nicht. Das, was jetzt ausgegraut war, naja, wir haben den Werkzeugschuppen noch nicht ganz begutachtet. Fragezeichen bedeutet, das sind so Spezialevents. Die kriegt man irgendwie freigeschaltet, wenn man mit bestimmten Leuten befreundet ist. Sprich, du kümmerst dich drum, schenkst denen jeden Tag eine Blume zum Beispiel oder irgendwas Besonderes. Und dementsprechend kannst du dann auch, dann musst du zu einer bestimmten Zeit in ihr Haus gehen, triggerst ein Event und kriegst dann immer irgendwas. Hier das genauso, das ist eine Bürste. So sieht es dann voll aus. Das sind Sachen, die du halt kaufen kannst. Kauft dir den Takakura, der macht ja auch was auf der Farm. Die hast du am Anfang, die schwere Sichel. Dann kannst du eine normale Sichel kaufen und eine leichte Sichel. Natürlich die leichte Hacke und mit den Hacken genauso. Leichte Sichel und leichte Hacke sind halt am schnellsten oder beziehungsweise fressen nicht so viel Energie. Das bedeutet, du bist nicht so schnell erschöpft. Das sind so spezielle Hacken, die du bekommst. Das ist eine normale Angelrute, kannst du bei Wann kaufen. Das ist irgendeine fragwürdige Angel. Das ist ein Ziegenmelker, den kriegst du auch von dem Händler sozusagen, aber ob ich den euch vorstellen kann, weiß ich nicht, weil der nämlich nur zweimal im Monat auftaucht. Den kriegst du mit der Ziege, aber da ich die Ziege nicht kaufe, weil die einfach nicht rentabel ist, blöd. Melker, da musst du nicht mehr mit der Hand melken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zwischen Handmelker und normalem Hand, also zwischen Handmelken und diesem Melkergerät,
Man sagt zwar, dass es die Kühe glücklicher macht, aber da ich die sowieso immer mit gutem Futter und hier meine Mädels halt gut behandle, ist das vollkommen Schnurz. Die geben alle, seitdem ich es mir leisten kann, hier, seitdem es mit dem Früchtehandel gut läuft, ja, geben die alle Essmilch, also die beste Qualität. Und von daher bin ich hier eigentlich ganz zufrieden. Der Melkraum, die Käserei sozusagen, da kannst du hier, gibst du Milch rein, da kommt hier Käse raus, hier kommt Butter raus. Hat 30.000 gekostet. Benutze ich aber kaum, weil ich nicht so viel handel. So, wollen wir mal gucken. Hier kannst du Zeug verkaufen. Das sieht natürlich schlecht aus, weil die Einnahmen kannst du wirklich nur durch Molkerei machen. Das bedeutet Milch und Eier, die du halt verkaufst. Oder irgendwie hier so, wo habe ich es? Hier zum Beispiel die Bertha, das ist der Wundertrank, also die Schwängerung sozusagen. Dass die halt kalben, kostet natürlich alles Kohle. Das, warum ich trotzdem geldmäßig im Plus bin, liegt einfach daran, die Samen, mit denen ich, was mein Hauptgeschäft ist, was auch am rentabelsten ist, ist einfach, läuft über den Wand, über den Händler und die Einnahmen werden dort nicht versehen. Deswegen ist halt hier ein großes Minus, aber eigentlich mein Geldbeutel ein großes Plus, wie man halt schon sieht. Das ist das Futterlager. Das setze ich immer so auf 99 sozusagen hin. Ja. Und wenn hier etwas 99 halt ist, kommt der Rest in den Kühlschrank. Hier zum Beispiel das neue. Bei der Molkerei ist das was, ist das verschieden? Ist das anders? Die normale Milch A ist rein für die Molkerei. Wenn hier 99 angelegt ist, lege ich so ein Stack. Und der kommt dann in Versandhaus. So, hier habe ich natürlich alles so gut es ging voll. 99. Aktuell ist es aber so, dass bei dem Gemüse mache ich das anders. Der erste 99er Stack Kühlschrank für die Family. Und das, was halt übrig ist, hierhin. Und wenn ich dann hier 99 habe im Speiselager, dann bin ich sozusagen fertig und muss keine Tomaten von B-Qualität mehr einpflanzen. Und hier geht es natürlich weiter, aber mehr habe ich halt auch nicht. So, hier sammle ich natürlich so gut es ging, dafür ist kein Platz mehr. Was auch natürlich geht, Sashimi, das ist eine Vorspeise, die du mit Fischen machen kannst. Die kriegst du auch für 150 und wenn du den Wann halt so ein bisschen hin und her handeln kannst, halt auch für 180 das Stück los. Damit habe ich zum Beispiel am Anfang halte ich mich so zwischendurch über Wasser. Oh, der Dicke ist sogar da. Das ist wunderbar. Der macht aber um 6 Uhr zu. Das bedeutet, das ist Zeit. Ah, shit. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schneller gewesen. Und der verkauft manchmal so Medizin oder so spezielle Sachen, aber in der Regel hat er wirklich nur so Medizin. Bedeutet Medizin zum Erschöpfsein und so weiter und so fort. Also von daher. So, das ist der Dorfpenner sozusagen. Moi moi, ich will meine Familie wiedersehen, aber ich habe kein Geld. Bitte hilf mir. Oh Scheiße. Ich wollte mal, normalerweise spende ich den immer einen Huni. Aber ich glaube, das bringt alles nichts. Das ist alles Schnurz. Aber hier bin ich halt ganz gut. So, wir sind jetzt schon im zweiten Jahr. Das bedeutet, hier wohnt normalerweise ein altes Ehepaar, Galem und Nina. Der Galem wohnt aber. Oh, komm, ich zeige euch das alles mal. So, Epona, Mausewein, mach mal was für dein Futter. So, jetzt zeige ich euch das alles mal. Hier wohnt eine alte Dame. Das ist die Nami, eine der Bräute, die man kriegen kann. Die fragt immer solche Sachen, so, oh, sind die Bäume böse, wenn man das Laub von ihnen wegbringt? Also so etwas tiefgründigere Fragen. Das ist der Dr. Hardy. Hier wohnt die Ramona, also in der alten Villa mit ihrer kleinen Enkelin Lumina. Die hat auch zwei Katzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die hat einigermaßen hässliche Katzen. Ich zeige euch das jetzt alles im Schnelldurchlauf, weil hier wohnen die Feuerwerksbrüder. Das sind so kleine Zwerge, das ist ein Künstler, auch wenn er nicht so aussieht. Cody heißt der Bursch. Hi, wie geht's? Die Natur geht mit den Jahreszeiten, aber Arbeit bleibt gleich. Vielleicht ist das ein Problem. Ja, da hast du recht. Die Arbeit ist immer dieselbe und das ist irgendwie. Das ist die Muffy. Das ist die andere Braut, die man kriegen kann. Naja.
Die heult dann immer rum, ja, wird deine Frau nicht eifersüchtig? Seid ihr alle mit der Arbeit fertig? Was ist los? Gehst du jetzt nach Hause? Ah, komm her, hier, komm, Mädchen. Liebst du deinen Sohn nicht einfach? Liebst du deinen Sohn nicht einfach? Siehst du glücklich aus? Hier, nimm. Ich weiß, so bin ich sonst nicht, aber ich möchte heute nicht mit Leuten reden. Ah, okay. Ja, normalerweise ist sie immer ganz nett und total lieb und pipapo. Naja, der Typ, der Wally, der lebt schon seit Anfang in diesem Tal. Das ist so einer, der ist mit seiner Frau von der Stadt hergezogen und ist mit seinem Sohnemann eigentlich die ganze Zeit am Trainieren. Dementsprechend ist auch seine Wohnung eingerichtet, Laufbahn und Handeln und so weiter und so fort. So eine richtige Sportskanone, echt chilliger Typ. Also das hier ist der Hippie sozusagen, der Gustava. Der ist immer mit der Gitarre unterwegs und Blümchen hier, Blümchen da. Ich glaube, der smoked auch ein bisschen Weed. Also so ein richtiger 60er Hippie. Ja. Hey, das ist die Zeit des Jahres, in der man alles sehr klar und deutlich hören kann. Ja, der ist immer irgendwie so mit der Natur verbunden. Eigentlich echt cooler Typ, vor allem immer mit der Gitarre auf dem Rücken. Oh, klasse Kerl. Ich mag den. So, das ist die Lumina, das ist die Enkelin von der reichen Tussi in der Villa, sozusagen, die Kleine, die ich euch gezeigt habe. Hier wohnt der Galem, der Opa sozusagen, im zweiten Jahr. Der wohnt hier alleine, weil die Nina hier am Grabstein liegt. Nina ruht hier in Frieden, also die Nina kannst du natürlich auch kennenlernen, aber im zweiten Jahr ist die halt, ist sie halt hinüber. Das Spiel ist halt wirklich, bereitet sich mit Leben, ist halt Leben und Tod, ne? So wie es halt ist. Das ist die Farm von der Vesta, hier kannst du Saatgut kaufen, aber leider auch nur kaufen. Rock, was machst du denn hier? Ja. Hey, der Spaß fängt gerade erst an. Brr, es ist kalt. Ich weiß, ich könnte Skifahren oder Snowboarden gehen. Der Typ ist echt cool. Seine Eltern sind beides Asiaten. Also irgendwie total strange, wie sie so einen Sohn kriegen können. Aber dem ist das scheißegal. Die Celia hat hier ausgeholfen auf der Farm und ist wie eine Tochter für die. Das bedeutet so ein bisschen, hey, wie läuft's? Willst du etwas von mir? Also willst du heute etwas kaufen? Okay, hier zum Beispiel. Kannst du Samen kaufen, hier zum Beispiel Pfirsichsamen, siehst du schon, das geht preismäßig in die Höhe. Und was du verkaufst, kannst du halt für Dingsbums für die Hälfte wiederverkaufen. Die Celia ist halt wie eine Tochter für die und ja, es war halt schon ganz lustig. Nee, ich kenne das schon, danke. So, das ist das Zimmer von der Celia. Hier kannst du zum Beispiel auch irgendwie, normalerweise ist hier irgendwo ein Tagebuch. Also es ist eigentlich ein schönes Zimmer. Normalerweise liegt hier ein Tagebuch und da kannst du halt gucken, er ist Punkt, Punkt, Punkt. Aber natürlich, wenn du verheiratet bist, ist das Brautwerben nicht mehr relevant und dementsprechend verschwindet das. Ey, Pona, wo habe ich nicht abgestellt? Ah, da. Braves Mädchen. Fein auf mich gewartet. So, jetzt zeige ich euch mal kurz den Puff. Da ist der Galem, siehst du auch schon, der ist auch schon im ersten Jahr so alt gewesen und da halt im ersten und im zweiten Jahr immer so Kapitelsprünge. Diesen Kapitelsprüngen ist es halt mindestens, kannst du mal locker mal so 5 bis 6 Jahre sehen, dass die halt vergehen. Also am Ende vom ersten Jahr bist du frisch verheiratet, dann steht halt Skip, Kapitelskip, einige Jahre später und zack, hast halt einen Sohn und ein großes Haus. Hier ist der Wasserfall, hier wohnt der Professor mit seiner Assistentin. Schlafen die schon? Sind die da? Können natürlich auch in jedes Heim reingehen. Klopfen natürlich. Ihre Studiendetails sind darin enthalten, okay. Flora, grüß dich! Du musst von weit her kommen. Bitte hör zu. Der Professor sagt jeden Tag lecker, wenn er etwas isst, was ich gekocht habe. Aha. Du bist also hier der Farmer, richtig? Ich habe ihn noch gar nicht angesprochen. Ich bin Carter, schön dich kennenzulernen. Wenn du mir mit meiner Ausgrabung helfen willst, komm bitte zu meiner Ausgrabungsstätte. Nur ich muss auch da sein. Ich muss auch da sein. Das ist hier unten. Hier kannst du dann immer so ausgraben und hin und her. Wenn er natürlich da ist, gibt er dir eine Schaufel. Und da kannst du halt immer die tollsten Sachen finden, die du dann auch nur beim Wann verkaufen kannst. Also
Du weißt ja, für einen Farmer uninteressant. Da findest du dann so kleine Erzbrocken. Du kannst halt leider nichts daraus damit machen. Du kannst es wirklich nur verkaufen. Von daher habe ich mich damit nie wirklich befasst. Das ist der Gasthof. Da wohnt der Rock mit seinen Mutti und seinem Papi. Hier wohnt auch die Nami. Das ist der Professor. Der ist ein bisschen verrückt. Der wohnt hier. Also die Häuser sind alle schon so ein bisschen so aufgebaut, dass du halt schon siehst, was die für Berufe haben. Das ist eigentlich ganz gar nicht mal schlecht, ne? Hier Gasthof, Künstler, unten der Cody mit irgendwie, da macht so Metallskulpturen oder so, der Professor und so weiter und so fort. Ich habe hier alles gemacht, was wollte ich denn noch zeigen? Achso, ich wollte mal in die blaue Bar, du kannst auch in die Bar gehen. Also ein paar Drinks hinter die Binde kippen. Allerdings sagt der Barkeeper, bevor du halt besoffen bist, sagt er, hey, du hast genug, ich krieg's nichts mehr. In der Regel, ja, ich habe Hunger, ich sollte mal was essen. Essen, wir holen uns eine fette Wassermelone, eine normale Melone. Ja, hier ist halt immer so ein bisschen was los. Hier wohnt auch die Mafia sozusagen hier hinten. Und normalerweise ist hier ein Tagebuch von der Mafia. Da kannst du auch gucken, wie viele Herzen du hast. Fühl dich wie zu Hause. Was willst du? Willst du etwas trinken oder? Ich kann mir sowieso nichts leisten. Ist halt relativ teuer. Stein ist immer ganz gut, aber ich muss halt erstmal. Das ist natürlich das Doofe. Ich muss dem Wann. Muss halt erstmal Zeug verkaufen. Damit ich wieder ein bisschen flüssig bin. Ich habe alles meine Tiere und meine. Das meiste habe ich halt gerade meine Tiere gesteckt. Von daher, jo, das war das Tal. Es ist klein, es ist fein, aber die Leute sind alle total nett. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Quelle sozusagen. Hier gibt es noch eine Quelle und die Erntewichtel wollte ich euch ja auch noch mal kurz zeigen. Dann haben wir das auch alles fertig. 30 Minuten ist natürlich schon echt lang. Also, wie gesagt, das als Let's Play-Projekt würde mir wahrscheinlich viel, viel Spaß machen. Allerdings wird es, du musst halt diesen Pilz essen, dass du da reinkommst. Und macht man natürlich nicht, rote Fliegenpilze essen, die irgendwie so selbst vom Gameplay her gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich kann dazu auch viel erzählen, aber es wird halt schnell langweilig, weil es wirklich wie das wahre Leben ist. Stehst auf, gießt, kümmerst dich um deine Pflanzen, dann ist der Hälfte vom Tag schon vorbei. Gehst mal da lang und fertig. Das sind die Erntewichtel. Versuche kein Essen vom Wald zu nehmen. Wenn du das tust, werden wir nicht mehr lange hier sein. Ja, stimmt. Aber ich kann euch doch was zu essen geben. Wir waren schon hier, lange bevor alle diese Leute einzogen. Die helfen mir auch so ein bisschen. Ich rede auch mit Nack. Also das sind Nick, Nack und Flack. Die kommen halt immer an und helfen dir und erklären dir sozusagen, wie die Farm läuft. Ist jetzt auch schon 0 Uhr. Muss ich mal pennen gehen. Ja, das war größtenteils alles Wichtige. Mehr muss man zu dem Spiel eigentlich nicht wissen. Die Mädels sind schon alle am Schlafen. Die Epona kann sich jetzt auch ausruhen. Super. Bevor, weil der Takakura macht das morgens nämlich ziemlich früh. Der steht nämlich schon um 5 Uhr auf, nimmt das Zeug hier aus der Versandkiste und ja, das ist sozusagen jetzt der 9. Tag im Winter. Der nimmt das morgens mit in die Stadt und mittags um 12, um 1 kommt er wieder und legt das Geld dann halt in die eine Schale. Das kann ich mir dann abgreifen. Und von daher, jo. Ist da so ein bisschen hin und her. So, wir sind schon am Schlafen. Ein schönes, weiches Bett. Wollen wir natürlich nochmal speichern vorm Schlafen. Und ja, dann geht der Tag halt wieder los. Erneut, ne? Ja, ich erwarte eine schöne Ernte, dann träumt er nämlich gut. Wir können auch Fernsehen gucken. Ich habe den Wecker auf 6.30 Uhr gestellt. So, wie wird denn das Wetter? Hallo, heute wird es etwas wolkig, aber es regnet nicht. Schade. Frohes Farmleben. Heute sprechen wir über das Feld. Also hier kannst du dir immer so ein paar Tipps holen. Habt ihr eine Frage? Sid und Jack. Kann man überall sehen?
Nein, ihr könnt nur auf einem bestellten Feld ziehen. Aha. Wie sieht es denn aus? Auf deiner Farm ist ein Bereich mit gutem Boden. Du musst das Land bestellen und Samen säen. Ah, kannst du alles anpflanzen? Nicht wirklich. Einige Feldfrüchte brauchen besseren Boden als andere. Verstehst du? Ja, so etwa. So in etwa. Bis zum nächsten Mal. Also da gibt es halt immer so ein paar. Horoskop zum Beispiel. Horoskop von heute. Heute ist ein normaler Tag. Sprich mit den Leuten. Ein Lächeln. Ja, manchmal ist das ein bisschen buggy. Ein Lächeln wird dich weiterbringen und so. Hier ist immer hier Lieblingssendung, verrückte Welt, aber das ist meistens nichts. Die Zeit vergeht halt auch nicht. Oh, ist der Kleine müde. Na, was ist denn los, Bui? Morgen, Papa. Ja, moin. Nerven, Spaß, juhu. Alles klar, Timmy. Kleiner Timmy Turner. Zum Glück hast du keine pinke Kappe. Also die Bubis sehen natürlich auch alle unterschiedlich aus. Die kommen eher so ein bisschen nach der Mutti. Ich habe das nämlich schon mal gehabt, dass ich mal mit allen drei, also nicht zeitgleich, sondern auf verschiedenen Spielständen mit den Damen jeweils einmal... ja, jetzt geht's halt hier weiter, ne? Gießen, melken, füttern. Also in der Regel. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas drin habe. Aber ich glaube nicht, weil wenn die Kühe nämlich kurz vor der Geburt stehen, dann kommen hier aus dieser, werden die nämlich eingezäunt, sozusagen isoliert. Und dann können die, dann muss ich mich halt um die kümmern. Wenn die draußen sind, muss ich mich nicht um die kümmern. Die Mädels kommen ganz gut alleine, klar, aber die sind ja nicht alleine. Ja. So, der Hino geht's gut. Und die Hino ist glücklich. Das ist doch super. Ja, das war's sozusagen. Ich habe ja gespeichert. Von daher sage ich, macht's gut. Ihr könnt gerne einen Kommentar dazu abgeben, wie ihr das Spiel so fandet. Ich finde es so zwischendurch mal ganz chillig. So ein halbes Stündchen oder so als Let's Play würde es mir persönlich viel Spaß machen. Aber es wird natürlich halt auch langweilig, weil, wie gesagt, eine halbe Stunde hast du das komplette Spiel erklärt. Und es ist selten mal irgendwas, was neu passiert. Also... Naja, aber ich freue mich mal auf die Kommentare. Da könnt ihr mal wirklich mal was rund die ein oder andere Diskussion ablassen. Fände ich cool. Also bis dahin hier. Macht's gut. Ciao.